Jetzt füttern wir uns hier schon. Titel: Zwei heiße Girls füttern sich. Palim Palim Roxas und Freunde des guten Geschmacks. Heute bin ich nicht alleine, denn die Nihan ist heute dabei. Hallo. Denn wir drehen heute eine neue Folge Fake vs. Original. Yes. Mit, es haben sich ganz viele Leute gewünscht, Donut. Auf Nihans Kanal gibt es auch noch ein Video später zu sehen. McDonald's vs. Burger King haben sich, glaube ich, auch ganz schön viele von euch gewünscht. Also schaut am Ende auf alle Fälle mal vorbei. Wir haben hier die Donuts, einmal von Dunkin' Donuts. Okay. Also das ist im Prinzip das Original heute. Und einmal von Tasty Donuts. Das kannte ich gar nicht. Ich zeige euch jetzt mal die erstmal von Dunkin' Donuts. Und die habe ich heute Morgen besorgt. So lustig. Gebt euch mal, wie die aussehen. Bisschen gelitten haben sie. Bisschen. Ja, und Achtung, jetzt kommen die von Tasty Donuts. Und die haben sich echt, ja, wacker geschlagen. Ne? Ja, die sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Ohne Witz, die sehen richtig gut aus. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Fangen wir mit dem ersten an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem klassischen an, mit diesem Schokos. Ich datsch die jetzt einfach an. Ja, ist alles easy. So, die da. Ja, das Erste, was mir auffällt, ist schon mal, dass die Glasur absolut unterschiedlich ist. Ne? Übelst, die glänzt voll. Ja, die von Dunkin' Donuts, ja, ist voll am Glänzen und die andere eben nicht. Schmeckt schon mal sehr gut, ist halt ein Donut, ne? Ist halt sehr fettig und lecker. Aber ich würde gerne noch den zweiten probieren, damit ich es einfach so, ne, gegenüberstellen kann. Na loco. Mh. Da ist was drin. Da ist was drin? Mhm. Oder? Oh, da ist so. Ist da was drin? Na, dann weiß ich, dass der schon mal nicht von Dunkin' Donuts ist. Der, also der. Schokodonut mit den Streuseln drauf von Dunkin' Donuts, der hat keine Füllung. Ja. Und ja, der hat jetzt aber eine. Okay, ich habe schon eine Meinung gebildet und jetzt darf Silvi mal probieren. Bitte schön. Willst du den anderen jetzt direkt? Bevor Teddy das alles aufisst? Teddy sitzt. Er denkt, er bekommt jetzt ein Stückchen. Nee. Die Silvi muss jetzt probieren. Das springt mir gleich ins Gesicht. Ja, ich glaube auch. Mm. So, ja, yeah, ich wusste es. Genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Mm. Teddy, so eindeutig. An. Teddy, nee. Ja. Teddy sitzt. Er leckt dir die Finger. So eine kleine Ratte. Es ist zu eindeutig. Man erkennt ja direkt, was der Dunkin' Donuts Donut ist. So. Und schmeckt viel besser. Also ich kann es nicht anders sagen. Die Glasur ist einfach viel ich habe gar keinen Schoko. Weniger. Ich habe gar keinen Schoko geschmeckt. Du auch nicht? Nee. Du auch nicht? Nee, ja, Teddy, ne? Auch nicht. Nee, also mir hat die Schokolade gefehlt, als ich das Dunkin' Donut im Mund hatte. Das da habe so ich geleicht, ja, die Glasur. Das war das ist so, so lecker. Ne? Mhm, ja. Absolut. Vielleicht war es aber echt nur eine Ausnahme. Ich bin echt gespannt. Was ist, er sitzt so vor den Donut. Teddy, wir können dir leider keine geben. Du bist leider ein Hund. Liegt es auch, Tiere zu synchronisieren? Ja, ich mach das, oh, das immer. Ist richtig. Das ist ja richtig voll die Krankheit, ey. Ja. Nein, gib mir einen Donut. Die zwei sind beide mit Himbeerfüllung. Oh, Teddy! Teddy! Teddy. Nein, er hat ihn abgeleckt! Oh nein! Das ist ein Einzelkind. Ich Oh, ja, gut. Ups. Ich stecke auch immer die Sachen an, die ich kaufe. Grüße an alle Einzelkinder, ihr seid echt toll. Ja, wenn mir so ein Mann gefällt, gehe ich erstmal. Okay. Zurück zum Thema. Zum Ernstleben. Voll ernst. Testen einfach Donuts. Ich will den Leuten nur einmal ganz kurz den Unterschied von der Füllung zeigen. Okay, dann gebe ich dir mal ein Stück. Sorry. Ich mach so und Mian übt einfach gönn so. Gönn dir, sorry. Beim Werfen war ich noch nie gut. Irgendwas ordentliche Füllung auf der Hand. Kannst du abblicken. Oder hier, warte. Mm. Schmeckt? Mm. Ich sehe schon. Mhm. Nochmal? Ja, noch so ein Stückchen. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Nicht so? Nee? 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 Okay. Ganz ehrlich? Aber ja, warte, wir müssen erstmal. Ja. Wir lassen es mal dich probieren. Ja. Ready? Mhm. Jetzt füttern wir uns hier schon. Titel: Zwei heiße Girls füttern sich. Okay. Gut? Sehr geil. Dein Ernst? Dein Ernst? Schwester, das kann man doch nicht machen, Mann. Nicht mit so einem. Mann, das ist ein Donut, Mann. Ich verfluche mich gerade dafür, dass ich mir so viel Kalorien reinstopfe, die nicht schmecken, Mann. Leute, das hat nach nichts geschmeckt. Und ich bin wirklich mir ganz sicher, ja, dass das die Tasty Donuts waren, die nicht geschmeckt haben. Ja, bei mir war das genauso. Ja, das erste auch so war reagiert. Geil. Ja. Das erste das war Dunkin' Donuts. Dunkin' und das zweite war so.
Das hat einfach nach nichts geschmeckt. Es ist einfach nach Zucker, so aber nach eindeutig. Ja, probieren wir mal einfach den nächsten. Richtig. Vielleicht wird der ja gut. Ich lasse noch alles offen. Genau. Weil ich bin auf jeden Fall noch auf den hier gespannt. Das ist nämlich so einer mit Oreo-Keksen drauf von Tasty Donuts. Weil sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Finde ich sehr cool. Ja, der passt zu Boston Cream, weil ich glaube, der ist so gefilmt wie die Boston Cream. Okay. Boston Cream ist eigentlich mein Lieblingsdonut. Meine auch. Ja. Zucker. Das ist der geilste. Oh, eigentlich kann ich den gar nicht failen. Den kann ich auch nicht failen. Also da werde ich auf jeden Fall wissen, dass er das ist. Was ist euer Lieblingsdonut bei Ja, das ist Donuts? Interessant. Oder genau. Tasty Donuts. Vielleicht seid ihr auch Tasty Donuts Fans. Bereit? Hier ist ja gar keine Füße. Achso, ich mache die ganze Zeit meinen Mund auf. Wenn du nach dem passenden Stück suchst, dann ist es bestimmt kein Dunkin' Donut. Sorry. Ach, das war damals mit dem Ton. Bin ich irritiert. Schmeckt sie nicht? Mir schmeckt's richtig. Gut. Das kann kein Tasty Donut sein. Weil ich gerade das Gefühl hatte, du guckst nach einem. Das ist. Hallo, das ist Boston Cream, Digga. Okay, ich gebe dir mal das zweite Stück, okay? Boah, weh, das war jetzt. gib wehe. Okay, er schießt mich. Was ist das? Das lohnt sich noch nicht mal dazu kauen, Mann. Das lohnt sich nicht. Die arme Verdauung, Mann! Das zweite war auf jeden Fall das Tasty Donut. Oder? Also das zweite hat 100.000 Mal besser geschmeckt als das erste. Finale. Last but not least werfe ich die Donuts auf mich drauf. Ja klar. Sind das wieder zwei Rosane? Ohne Füllung diesmal. Vielleicht kann er dann Tasty Donuts mithalten. Vielleicht lag es immer nur an der Füllung. Eventuell. Einfach mal, ja? Aber ich bin echt gespannt, weil ich glaube, also Tasty Donut hat echt noch eine Chance, glaube ich. Also es roch jetzt auch voll gut eigentlich. Boah, schmeckt das künstlich. Echt? Boah, die Glasur. Das ist interessant. Mhm. Das ist dann das andere. Das war so richtig perverse. Besser. Mhm. Ja? Okay. Es schmeckt auch künstlich, aber ist besser. Aber sag mir noch nicht, von was es ist. Ich sag's dir auf keinen Fall. Ich will es am Ende erst wissen. Okay. Ich will die Spannung da halten. Sehr erdbeerig, würde ich sagen. Ja? In Ordnung. Jetzt nicht über Besonderes, aber ist in Ordnung. Okay, nächstes kommt. Wannabe-Erdbeere. Das Einzige, was positiv ist, also es ist mega künstlich, aber das hat noch so einen leicht zitronigen Abgang. Weißt du, wie ich meine? So leicht, Die Donut-Experten. Ist halt so ein bisschen sauer. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Also würde ich sagen, der Dunkin' Donut war nicht schlecht, weil ich glaube, das war der erste. Ist ja wahrscheinlich auch so gewesen, genau. Bei mir war es andersrum, ne? Bei dir war es andersrum. Ja. Aber ich fand den jetzt von den ganzen Tasty Donuts, die wir gegessen haben, am besten im Vergleich zu dem Dunkin' Donut jetzt. Ja? Muss ich sagen, ja. Der war noch für mich erträglich. Du kannst aber gerne sagen, was du dazu ja, also ich, denkst. Also ich fand den ganz schrecklich. Ich fand den am schrecklichsten von allen, weil ich hasse halt so künstlichen Geschmack. Okay. Es gibt bestimmt Leute, die das geil finden. Wir nicht. Wir nicht so. Aber ihr könnt euch natürlich eure eigene Meinung bilden, weil genau. Ich finde das immer am besten. Aber man muss dazu fairerweise sagen, Dunkin' Donuts hat beim Transport richtig abgelost, ja, die sahen mega scheiße aus. Die sahen scheiße aus. Und die waren ja richtig fest, das waren so richtige Reifen und deswegen. Genau. Ja, gut. Jetzt geht's rüber zu Nihan. Ich verlinke euch das Video oben in der Infocard und in der Infobox. Schaut unbedingt mal vorbei. Wir werden dort McDonald's vs. Burger King testen. Burger King, ja. Burger King, ja. Lasst hier gerne auch ein Abo da, ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns gleich da, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen, bis später. Tschüss. Und danke, dass ich da mein Durst. Nee, ist ja meine Wohnung. Nein, Spaß.